Und jetzt darf ich Sie wieder ganz herzlich begrüßen bei Meinl VIP Talk hier in der Stechert VIP Lounge. Nach einem ja doch aus vierter Sicht doch recht deprimierenden Spiel mit einem zumindest deprimierenden Ergebnis, 2:4 der Endstand, darf ich heute bei mir begrüßen leider keinen aktiven Spieler, der heute ins Spiel eingegriffen hat, aber doch einen Spieler, der die Möglichkeit hatte, das Spiel von außen sehr gut zu beobachten. Und zwar ist das unsere 21, Robert Zillner. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Robert, bevor wir auf das heutige Spiel eingehen, mal vielleicht ganz kurz zu deiner Situation. Du bist jetzt die zweite Saison bei der Spielvereinigung. Leider Gottes haben wir dich noch nicht allzu oft in Aktion gesehen. Ich glaube, wir hatten gerade im Vorgespräch 7 Spiele hast du, glaube ich, fürs Kleeblatt gemacht. Wie geht's dir denn momentan und ab wann können wir denn wieder mit dir rechnen? Ja, momentan geht es mir sehr gut. Ich bin wieder voll im Training integriert mit der ersten Mannschaft. Kriege jetzt Spielpraxis über die zweite Mannschaft und hoffe, dass ich der Mannschaft bald helfen kann. Aber es wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern. Ja, sehr schade. Du warst heute beim Spiel natürlich die ganze Zeit mit vor Ort. Von wo aus hast du dir das Spiel angeschaut? Von der Gegengerade. Das heißt, du hattest einen guten Überblick über das Spiel. Man hat heute 200% mehr Tore gemacht wie gegen Bremen. Das heißt, man hat 2 Tore geschossen, nicht nur 1, und trotzdem hat es heute nicht gereicht. Woran lag das ein bisschen? Hat man sich das Spiel, wie es unser Trainer gerade in der Pressekonferenz gesagt hat, zu leicht aus der Hand nehmen lassen? Ja, was heißt zu leicht? Ich glaube, gegen Gladbach mit 10 Mann, es ist nicht einfach, das zu verteidigen. Wir haben es eigentlich gut gemacht die ganze Zeit und nur nach der Halbzeit dann die ersten 10 Minuten einfach verschlafen. Wenn wir die rote Karte nicht kriegen, läuft es wahrscheinlich anders und läuft für uns. Die rote Karte für Tommy Kleine berechtigt? War er der letzte Mann? Hast du es gesehen? Ich weiß nicht, ob er ihn getroffen hat. Wenn er ihn trifft, kann er es geben. Ja, also Schiri hat zwar entschieden, fertig aus. Für viele Fürther war das natürlich ein Schockmoment. 12. Spielminute, zu 10. die restliche Spielzeit überstehen. Dann hat man es aber trotzdem in der 43. Minute geschafft, das zum Positiven zu wenden. Man hat 2:1 geführt, ist aber in die zweite Halbzeit nicht so richtig reingekommen. Ja, es hat eigentlich alles für uns gepasst. Du schießt das Tor kurz vor der Halbzeit und hast alle Möglichkeiten dann, dass du das Spiel über die Zeit bringst und durch Konter immer nur gefährlich bleibst. Aber ja, leider haben wir das Tor zu früh gekriegt. Vielleicht ein bisschen unkonzentriert und naja, hilft nicht. Vielleicht auch ein bisschen ungeschickt. Die Gegentore sind ja fast identisch gefallen, war immer über die rechte Seite kommend, langer Pass über die Abwehr drüber und am langen Eck stand dann praktisch der Gegenspieler von Borussia. Ja, man zu einfach zulassen. Ja. Also nicht ganz clever genug. Vielleicht auch zur eigenen Chancenverwertung noch ein Wort. Chancen waren ja definitiv da. Ja, ja, auch gute Chancen. Wir haben ja 2 Tore geschossen, aber wenn du 4 kassierst, wird es immer schwer in der Liga. Also. Ist das vielleicht so ein bisschen das Manko bei uns momentan noch in der ersten Bundesliga, dass die anderen Vereine eine bessere Chancenauswertung haben? Ja, es werden halt in der Liga die leichten Fehler, die einfachen Fehler werden halt viel härter bestraft wie letztes Jahr noch in der zweiten Liga. Und das ist das Hauptproblem. Wir haben halt dann ab und zu Ballverluste im Mittelfeld, die nicht passieren dürfen und dadurch bauen wir dann den Gegner ja wieder auf und er kommt zu Chancen. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Wir sind dennoch auf dem vorletzten Platz, 17. Platz, aber 7 Punkte. Da muss natürlich jetzt einiges noch geschehen, damit tatsächlich das Ziel Klassenerhalt geschafft werden kann. Der nächste Gegner, bestimmt kein leichter, Borussia Dortmund. Aber die haben ja an diesem Wochenende auch nicht wirklich überzeugt. Ist da was machbar, zumindest ein Unentschieden? Es ist immer was machbar. Wir haben ja letztes Jahr im DFB-Pokal gezeigt, dass wir mithalten können mit Dortmund. Es wird sicher nicht leicht, in Dortmund zu spielen, aber die Jungs werden sicher wieder alles geben und schauen wir, was rauskommt. Getreu dem Motto, wir haben nichts zu verlieren. Richtig. kann in so einer Situation und mit dem Druck, der jetzt langsam doch auch wächst, Vorfreude auf das Derby entstehen?
Ja, was heißt Vorfreude? Das ist noch so weit weg. Wir haben jetzt erstmal in Dortmund wieder ein wichtiges Spiel für uns. Da zählt jedes Spiel und dann haben wir eine Woche Zeit, dass wir uns auf Nürnberg vorbereiten. Also es spielt jetzt noch keine Rolle. Aber das Derby auf jeden Fall höher angesetzt als jetzt hier Not gegen Elend. Was meinst du mit Not gegen Elend? Nein, einfach von der Tabellensituation her. Spielerisch, keine Frage, hat unser Kleeblatt heute definitiv überzeugt. Das war ja kein schlechtes Spiel. Also wir haben Chancen uns rausgearbeitet. Aber es wird natürlich schwer, zwei Mannschaften, die hinten drin stehen und dann so ein Klassiker. Es geht nur um 3 Punkte, fertig, aus. Die müssen wir hier behalten. Wann wirst du in die Spiele wieder eingreifen können? Ja, ich hoffe möglichst bald. Ich muss jetzt schauen, dass ich möglichst viel Spielpraxis noch über die U23 bekomme und auch im Training richtig drinnen, richtig reinkomme. Und dann hoffe ich, dass ich nach dem Winter voll angreifen kann. Also so ist geplant zumindest. Das heißt, dein persönliches Ziel für die Saison noch? Möglichst viele Einsätze. Okay, damit darf ich mich bei dir bedanken. Wir haben die 5 Minuten meinen VIP-Talk auch schon wieder ein bisschen überzogen, aber ich hoffe, das war noch okay so. Ich wünsche an dieser Stelle natürlich noch einen schönen Abend. Danke auch Robert Zillner, wer jetzt die Möglichkeit noch nutzen möchte. Der Robert steht noch für Autogramme zur Verfügung. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Restsonntag. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss und Servus.